So, die Zeichnung ist nun soweit eigentlich fertig. Also man kann sie so stehen lassen. Ich finde sie so auch auf den ersten Blick von den Farben her relativ leuchtend. Allerdings, wenn ich das Bild weiter wegstelle, meinetwegen auf die Sofalehne zum Beispiel und da ist jetzt halt in dem Fall keine Beleuchtung, dann finde ich, dass es noch relativ dunkel wirkt, weil einfach noch zu viel von dem Grau durchscheint. Also die Farben sind mir so nicht klar genug. Und deswegen habe ich jetzt das allererste Mal dieses Colored Pencil Textured Fixative ausprobiert von Brush and Pencils. Bezogen habe ich das bei Jackson's Art in London. Kann ich nur empfehlen, hat sogar nur 5 € Versand gekostet. Also manchmal ist das auch günstiger dort zu bestellen als in manchen anderen Künstlerladen, die bei uns teilweise einfach mal 7 € Versandkosten pauschal berechnen. Genau, was zum Teil wirklich eine Unverschämtheit ist. Vor allem, wenn man nur wenig bestellt. Aber das sei mal dahingestellt. Genau, und jetzt, das habe ich dreimal aufgesprüht, ein paar Minuten dazwischen trocknen lassen und jetzt probiere ich mal aus, inwieweit ich die Farben hier noch verstärken kann. Ich nehme jetzt hier mal mein Gelb. Genau, und ich merke sofort, dass hier drauf so eine sandige Oberfläche entstanden ist. Also insbesondere hier ist mir das zu grau. Geht sehr, 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 sehr gut. Also es ist ein bisschen wie auf Pastelmattpapier zu zeichnen, nur noch feiner. Und den Effekt wollte ich ja auch gerade haben, weil mir Pastelmattpapier nicht so gut gefällt, weil wenn man da, also für so ganz feine Details, also so Tierfell kann man bestimmt richtig gut drauf zeichnen, aber diese feinen Federchen, ist ganz schwer zu beschreiben, das geht dann so ein bisschen so viel zu sehr in die Breite und dann hat man halt so einen pastelligeren Charakter. Das ist auch okay, wenn man den Effekt halt haben will. Aber ich bin ja eigentlich eher so für möglichst viele Details. Deswegen kam das für mich so nicht in Frage. Hier oben zum Beispiel war mir die Farbe auch ein bisschen zu knallig geworden. Und hier muss auch noch ein bisschen mehr Gelb rein. Genauso wie hier. Es ist mir noch ein bisschen zu grau gewesen. Nehme jetzt noch mal ein Polychromos Creme, also wirklich eine Farbe, die auf diesen wachsbasierten Prismacolor Stiften sonst überhaupt nicht gehalten hat und das geht gerade auch ziemlich gut. Hier noch mehr Weiß.
Na, und hier muss das auch noch wesentlich heller werden. Also der Effekt jetzt ist okay, aber ich denke, man kann ruhig 5 dünne Schichten anbringen. Also vielleicht spule ich das nach dieser Schicht sogar gleich nochmal ein, weil das ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder, die ich auch halt aufhängen will. Und dann lohnt sich das schon, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, als ich das jetzt eigentlich geplant hatte. So, ich suche mir noch mal eben ein paar andere Farben raus von den Prismacolor-Stiften. Das war ein paar Cremetöne. Damit das hier nicht zu weiß wird. Insbesondere hier. Und am Bauch, wo es fast schon ein bisschen rosa ist. Und werde jetzt noch mal eben off-camera arbeiten, weil ich mich da einfach ein bisschen besser konzentrieren kann und euch gleich mal so ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. So, die Zeichnung ist auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich kräftiger geworden. Was ich euch auch noch zeigen wollte, also hier hatte ich auf jeden Fall ein Limit, weil ich hier auch auf dem Dunkel, da bin ich einfach zu dunkel geworden mit der Kolbenhirse. Die hätte ich in der Nachhinein auch wesentlich sketchiger gemalt, also nicht so fotorealistisch ausgezeichnet. Und da probiere ich jetzt nochmal ein bisschen was zu reißen, sag ich mal, mit helleren Farbtönen. Wo man hier auch sieht, dass man auf jeden Fall deutlich besser aufhellen kann. Also vorher war das so ein bisschen so, als ob man die Farben nur durchmischt hätte. Und nun ist es auch möglich, dass die Farben besser decken, allerdings halt auch nicht in dem Maße, wie es auf Pastel matt möglich ist. Wie gesagt, da braucht man jetzt anscheinend schon relativ viele Schichten von dem Textured Fixativ. Nichtsdestotrotz ist es aber für mich jetzt schon ein wertvolles Hilfsmittel, wenn ich auf relativ glatten Papieren arbeite.
hier unten sind zum Beispiel auch ein paar hellere Punkte. Bin da ein bisschen zu dunkel geworden. Die ich hier ganz gut nacharbeiten kann. Ich habe jetzt hier mal so ein Grau, französisch Grau, 20% genommen. Ich kann auch Weiß nehmen und dann mit Ocker drüber gehen. Das kommt hier so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Genau, hier darauf achten, nicht zu so strichig zu werden. Hier habe ich jetzt so ein paar Striche gemalt. Ich muss so ein bisschen in Kringeln arbeiten. Und man merkt halt, dass man hier doch schon deutlich aufhellen kann durch das Fixativ. Genau. Jetzt gehe ich noch mal an den Vogel hier ran. Hier muss es nämlich noch ein bisschen weißer werden. Ist mir ein bisschen zu dunkel geworden, genauso wie hier. Und das geht hier auch ganz wunderbar. Hier habe ich auch ein bisschen stärker aufgesprüht. Ich hatte irgendwie Angst gerade, dass ich hier, weil sie einfach viel heller ist, irgendwie Flecken hinterlasse oder so. Das merkt man hier gerade auf jeden Fall. Also ruhig fünfmal sprühen. Nicht zu doll, weil das Papier beim ersten Sprühen habe ich zu viel genommen. Das wälzt sich halt zu stark. Also ganz vorsichtig sein. Der Flügel hier ist mir auch noch zu grau, weil ich da auch Korrekturen vornehmen musste. Ich musste einmal sogar radieren, was man eigentlich bei Buntstift gar nicht machen sollte. Und da kann ich jetzt auch tüchtig nacharbeiten. Hier zum Beispiel diese hellen Stellen, es war fast gar nicht mehr möglich, die mit Weiß nachzuarbeiten. Genauso wie hier. Da war das Papier sozusagen schon gesättigt. Kann ich schön noch mal eine extra Schicht oben drauf geben. Hier fehlt auch noch ein bisschen Weiß. Hier. Ich habe jetzt hier den Luminance-Stift genommen, weil der ein bisschen feiner ist als der Prismacolor. Und noch ein bisschen dicker aufträgt als der Pablo-Wachsstift. Also ich benutze ja Polychromos-Weiß, Pablo-Weiß, Luminance-Weiß und Prismacolor-Weiß, so auch ungefähr in der Reihenfolge der Festigkeiten und des Farbauftrags. Am stärksten ist meiner Meinung nach der Prismacolor. Und hier ist es auch zu dunkel geworden. Man spürt auf jeden Fall auch so eine leicht sandige Struktur, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr fein. Also nicht zu stark und das Papier wirkt auf jeden Fall auch nicht grob dadurch.
Der Vogel hier sieht ein bisschen zerfluster aus als der. Liegt einfach daran, dass er damals halt in der Mauser war und ich das hier auch ja, so zeichne, wie ich es halt auf der Vorlage eben sehe. Bisschen abgeschwächt natürlich, also so Federkiele, die rausstechen, übernehme ich halt nicht. Aber so ein bisschen dieses Zerfluste, weil sie halt eben manchmal so aussehen. Es war halt im Spätsommer aufgenommen und da gab es so die Umstellung langsam auf das Herbstfederkleid. Sich unsere Vögel auch schon immer so ziemlich nach den Jahreszeiten gerichtet oder nach Wetterumschwüngen. So schon eher relativ oft. Dann jetzt noch das Blau ein bisschen verstärken. Dann nehme ich auch den Luminance-Stift, weil der hier einen ziemlich passenden Blauton hat. Insbesondere hier ist noch mehr Blau drin. Und hier. Und auch hier kann es ruhig noch ein bisschen leuchtender werden. Genauso wie hier. Und auch hier fehlt noch eine Schicht Weiß. Ich nehme hier noch mal so ein silbernes Grau, weil ich das hier nicht zu hell haben will. Das auch sehr schön mit hellblau und weiß harmoniert. Also das ist ein Pablo-Stift von Carandaché. Das gleiche hier bei den Krallen. Da war die Farbe auch recht stark schon gesättigt. Da kann ich hier auch noch mal ganz schön aufhellen. Hier kann ich noch ein bisschen Schimmer reinbringen. Noch ein bisschen ins Gefieder rein. Bisschen Struktur noch mal reinbringen in das Weiß hier.
Und hier nehme ich auch noch mal einen etwas leuchtenderen Luminanz Stift und gehe hier unter dem Flügel noch mal ein bisschen drüber, um noch mal so ein bisschen den Kontrast zu verstärken, genauso wie hier und da. Und noch mal hier so ein etwas klareres Blau. Mal so punktuell, also nicht zu flächig. Nur noch mal so ein paar, ja, so ein bisschen so ein Leuchten, so ein Glitzern, so einen Schein reinzubringen. Ups, das war zu viel. Ups. Schwächt das hier noch mal ein bisschen ab. Auch mit Lila. Genau, ist nicht so schlimm. Lila sehe ich gerade, kann hier auch noch ein bisschen mehr rein. Auch hier unten am Bauch. Reicht. Also hier auf jeden Fall nicht stärker damit werden. Noch ein bisschen helleres Blau mit rein. Hier noch so einen leichten blauen Schimmer als Reflexion sozusagen. Genauso wie hier. Hier. Und hier. Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen off-camera arbeiten, dass ich mich noch so ein bisschen über die Zeichnung besser rüberbeugen kann. Aber ich denke, man sieht so auch schon, dass es das Textured Fixativ auf jeden Fall mir noch mal eine Möglichkeit gegeben hat, die Farben deutlich mehr hervorzuheben und deutlich mehr. So, ich habe es jetzt für beendet erklärt. Klar, verbessern kann man halt immer. Und immer weiter zeichnen. Aber wie ein früherer Kunstlehrer es mal gesagt hat, man kann es halt auch verschlimmbessern. Ich nehme euch jetzt mal kurz so mit der Kamera mit, um euch mal ein paar Details erkennen. Also hier erkennt man zum Beispiel auch, dass es jetzt glänzt. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass da recht viel Farbe auf dem Papier ist. Genau, also hier scheint jetzt relativ wenig Grau noch durch das Papier. Und wenn, ist das nicht schlimm, weil der Vogel ja jetzt auch nicht rein weiß ist. Eben mit der Beleuchtung, glaube ich, der automatische ISO-Wert erhöht sich gerade so ein bisschen, ob ich das noch ein bisschen schärfer kriege.
Also hier habe ich schön viel mit Fremdfarben gearbeitet. Lila, Blau, ein bisschen Grau, ein bisschen Gelb, ein bisschen Rosa, Weiß. Hier auch ein bisschen Aprikot, Gelb, Beige, Creme, Weiß, Rosa, ein bisschen Orange am Bauch und habe das noch aufgehellt mit Weiß, was ich auch noch durch das Textured Fixativ ein bisschen verstärken konnte. Bei der Hand habe ich jetzt nicht mehr so viel nachgearbeitet. Man sieht halt, dass ich hier ein bisschen gröber gearbeitet habe, aber die soll ja auch jetzt nicht in den Fokus rücken. Genauso bei der Kolbenhirse hätte ich sicher auch noch ein bisschen detaillierter arbeiten können, habe ich hier aber auch nicht gemacht, weil ein absoluter perfektionistischer Fotorealismus hier eigentlich gar nicht mein Ziel war, sondern das Hauptaugenmerk soll ja auf den beiden Vögeln liegen. Genau, und auch hier erkennt man halt so einen gewissen Glanz. Also es ist, denke ich mal, genug Farbe auf dem Papier drauf. Ich hoffe, euch hat die kleine Demonstration gefallen. Folgt mir gerne auf meinem YouTube-Kanal, teilt meine Videos gerne oder auch meine Homepage, meinen Instagram-Kanal, meinen Facebook-Kanal, wie auch immer. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!